Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Beyond Two Souls. Ja, im letzten Part haben wir Stan dabei geholfen, Geld zu sammeln für etwas zu essen. Und dadurch, dass wir jemanden mit einer Gitarre gefunden haben, haben wir sogar richtig viel Geld bekommen. Und jetzt haben die Jungs uns schon gerufen zum Essen. Komm schon, Jody. Ja, ich komme ja. Ich komme ja. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. So, was essen wir denn da? Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Baby, Jimmy, Walter, Baby. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Oh nein. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte sie umgebracht. Du Scheiße. Oh mein Gott. Tuesday. Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Der erste Tag in Freiheit. Okay, da kann man echt nur wirklich... Ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Okay. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Ehrlich, geheimnisvoll. Ach, wir sind mal ehrlich. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Wir haben aber gar kein Drogenproblem. Okay, sie glauben, es sind Drogen. Na super. Jetzt haben wir es also geschafft. Und nu? Was machst du? Vertrau mir. Was ist... Was können wir... Ah, wir können jetzt ihm einen Erinnerungsschub geben, oder wie? Oder wie jetzt? Wenn der zweite Punkt mal da runterkommen würde, könnte es sogar funktionieren. Komm schon. Ach, komm schon. Jetzt funktioniere. Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. Vier lange Jahre. Nancy. Wie steht's sogar da? Ich bin es wirklich, mein Lieber.
Ich fahre niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Es bricht mir das Herz. Du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was ihr zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Oh, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Judy? Danke. Ich hoffe, Stan kommt irgendwann aus dieser Obdachlosigkeit wieder raus. Das hoffe ich wirklich. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh je. Oh mein Gott. Oh nein, das Baby kommt. Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Hau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Ganz ruhig. Uns fällt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Oh mein Gott, okay. Okay, wir brauchen Laken und heißes Wasser wahrscheinlich. Und ein paar Handtücher oder irgendwie sowas. Kann ich nicht auch laufen? Jody, kannst du mal bitte deinen Hintern bewegen? Ja, ich würde ja gerne, aber sie geht so langsam. Oh Gott, das ist echt furchtbar. Jetzt kriegt sie hier ihr Baby. Oh Mann. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein, wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Oh nein, mir schwant Übles. Wir werden wahrscheinlich den Supermarkt ausrauben müssen. Das ist nicht gut. Ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Oh Mann. Was muss ich nur machen? Okay. Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Okay. Wir sollen mal eben hier in den Supermarkt einbrechen. Okay, ich werde mich erstmal umsehen, bevor ich jetzt hier einfach das Tor öffne. Da ist was. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe nämlich keine Lust, dass hier die Alarmanlage oder so angeht. So, also. Da.
Da haben wir den Schalter. Ups. Okay. Zack. So. Okay, aber die Tür ist mit Sicherheit auch abgeschlossen, oder? Brauchen wir dafür jetzt erst noch einen Schlüssel? Kann ich das rauspacken? Ups. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier kein Aufsehen erregen. Erstmal gucken, ob es hier noch Kameras oder so gibt. Anscheinend nicht. Zumindest kann ich hier keine kaputt machen oder so. Von da... Doch, hier. Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Ärger. Sehr gut. Können wir die Tür aufmachen. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Ich kann's halt. Erklär ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Okay, dann mal los, würde ich sagen, oder? Ach, wir sollen gar nicht mit rein. Ich hab so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Oh nein, okay. Wartet doch mal, nicht so schnell. Hey, Jungs, wartet doch mal auf mich. Lauft nicht so schnell. Hätte ich die Tür wieder zumachen müssen vor dem Supermarkt? Ach, wie gut, dass ich die Kamera gefunden habe. Ich hätte die Kamera vielleicht vorher finden sollen, bevor ich das Rolltor hochgemacht habe. Naja, okay, ich hoffe einfach mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, okay, hier geht's lang. Super, weiter, weiter, weiter. Wir schaffen das. Aber hoffentlich lebt das Kind noch. Hoffentlich lebt das Kind noch. Es hat sich schließlich seit Tagen nicht mehr bewegt. Aha, da die Treppe rauf, alles klar. Okay, Treppe rauf. Vielleicht doch noch mal einmal gucken mit Aiden. Ob es hier irgendwas gibt. Eine Lampe, wieso ist die Lampe an? Hier scheint aber nichts zu sein. Und hier ist ein Badezimmer. Ja, mehr auch nicht. Okay, alles klar. So, wir gehen mal schnell hoch. Okay, wir sind bestimmt gleich da, denke ich. Oder müssen wir... Nein, wir müssen nicht noch weiter hoch. Gut. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Haben wir vielleicht eine Decke oder so? Ach du meine Güte, ich muss das hier richtig machen, oder was? Aiden! Du kannst nichts tun. Ja, aber was soll ich denn tun? Hier ist gar kein Punkt, nichts. Doch, da. Ah, okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich kümmere mich um die Matratze. Okay. Okay. Trösten. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Okay, und wieder gucken. Wie schaut's denn aus, hm?
Komm, du schaffst das. Atmen. Atmen. Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Okay. Pressen. Komm schon. Pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Okay, beruhigen. Bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Okay. Sie ist da, Tuesday. Oh. Oh, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Okay, die Nabelschnur. Ganz vorsichtig. Wir haben es geschafft und sie lebt. Gott sei Dank. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die Angel. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Oh mein Gott. Was zum... Okay, Leute. Jetzt haben wir gerade das Wunder der Geburt miterlebt und jetzt brennt hier plötzlich das Haus. Ich würde allerdings jetzt erstmal sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin. Tschüssi.